Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Dramatische Verluste für die Regierungsparteien, die AfD diesmal gleich drittstärkste Kraft. Das ist nach bisherigen Hochrechnungen das Ergebnis der heutigen Bundestagswahl. Die Union wird danach zwar weiter die größte Fraktion stellen, muss aber massive Einbußen hinnehmen, ebenso wie die SPD, die nach den Worten ihres Vorsitzenden Schulz in die Opposition gehen will. Der Parteichef schloss eine weitere Koalition mit CDU und CSU am Abend aus. Die FDP ist nach 4 Jahren Pause wieder im Bundestag vertreten, neben den Grünen und der Linkspartei. Die neuesten Zahlen zur Bundestagswahl hat jetzt live im ARD-Wahlstudio Jörg Schönenborn. Was in den meisten Landesparlamenten längst Realität ist, ereilt nun auch den Bundestag. Die politische Landschaft wird breiter. Zum ersten Mal seit den 50er Jahren werden 6 Fraktionen, insgesamt 7 Parteien im Bundestag vertreten sein. Und auch das prägt den heutigen Tag. Den Volksparteien läuft ein wesentlicher Teil des Volkes davon. Das ist der aktuelle Stand der Hochrechnung von Infratest DIMAP. Die CDU kommt auf 26,8%, die CSU erreicht 6,1, zusammen 32,9. Das ist, wenn es so bleibt, das schlechteste Ergebnis für die Union seit 1949. Die SPD muss sogar ihr schlechtestes Nachkriegsergebnis überhaupt in Kauf nehmen, 20,8%. Die Linke 8,9, die Grünen genauso stark im Moment 8,9, die FDP erreicht 10,5% und ist damit im Bundestag wieder vertreten. Genauso wie erstmals auch die AfD 13,1, die anderen Parteien 4,9%. Die wesentliche Botschaft dieses Wahltags wird von diesen 3 Balken markiert. Die Verluste für CDU, CSU und SPD, für die Union zusammengenommen 8,6 Punkte. Der höchste Verlust in der bundesdeutschen Wahlgeschichte für diese Parteienschwestern. Und zusammen mit der SPD über 13 Punkte Verlust für die amtierende Große Koalition. Linke und Grüne sind fast unverändert. Die beiden Gewinnerparteien sind FDP und AfD. Wie schon erwähnt, der Bundestag wird bunter. Ob er auch größer wird, ist anzunehmen. Aber wir gehen im Moment noch von der gegenwärtigen Mandatszahl von 631 aus. Auf dieser Basis schrumpft die Unionsfraktion auf 200.